Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Beim letzten Mal hatten wir eine Alright. etwas längere Unterhaltung. Die sich doch sehr nach das Spiel ist bald zu Ende anfühlte. So ein bisschen nach führe die verschiedenen Storyfäden so ein bisschen zusammen. Was ein bisschen, also es war einerseits sehr interessant und es hatte ja auch einen gewissen Twist in sich. Allerdings, weiß ich nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, das kommt ein bisschen zu gebündelt. Also diese wie hieß sie, Iovara, ich habe den Namen schon wieder vergessen, also diese Ketzerin, mit der wir da gesprochen haben, die haben wir doch auch erst relativ spät. Also erfahren, dass es sie gab, beziehungsweise uns an sie erinnert. Das ist ja auch, also glaube ich, mich zu erinnern. Also ich sammle jetzt noch so ein bisschen den Kram ein, während ich darüber nachsinniere. Das ist noch nicht so ewig lange her. Und jetzt stellt sich heraus, sie ist ja eher so, vielleicht nicht so wichtig wie Theos und wir selber, aber also kommt ja wirklich in der Wichtigkeit direkt dahinter. Und 80% des Spiels wussten wir von ihr gar nichts. Also es ist so ein bisschen. Hast du das ja schon alles angeguckt eigentlich? The New Birth of Dust, Fits the Cracks and Fills the Skeleton. Okay. Ja, also. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Best Impression of the Thousand Soulsburg. Offensichtlich schon reingeguckt. Also viel kann nicht mehr sein. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir noch. Wir sollen. Theos soll hier irgendwo sein. Den sollen wir aufhalten. Und ich würde sagen, das machen wir dann halt einfach. Und diese ganze Diskussion, sind die Götter real und das ist das, also das ist der eine Punkt, der mir noch fehlt. Was die Götter sind Realgeschichte, was das mit, oder nicht, was das mit Theos und dem Seelenklauen zu tun hat. Also außer, dass er Werdica irgendwie mächtiger machen will, aber also, na, mal schauen, vielleicht, oh, ja, auch noch mehr, vielleicht ergibt sich da noch was. Ah, Camping Supplies. Sehr aufmerksam Spiel. Brauchen wir nicht unbedingt. Du willst was sagen? Mit dir wollen wir reden. Okay. Doesn't that just beat all? Here I was, wondering all this time whether all these terrible things were people's fault or the gods. Turns out they might be the same thing. Wonder how things would have gone different 15 years ago if the Raid Sarens had been told their god was made in some forge or kiln someplace. Would we Whatever. still have gone to war? Does their god who made them believe they were right or that they'd have fought if they knew he was fallible? Also, ja, das ist jetzt. Ja, also vom Prinzip natürlich. Götterglaube ist immer ein wunderbarer Vorwand, in den Krieg zu ziehen. Einer der besten. Andererseits, wenn es den Götterglauben nicht gäbe, glaube ich nicht, dass es dann keine Kriege mehr geben würde. Da würden die Menschen einfach andere Gründe finden, sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen. Zum Beispiel Ressourcen, zum Beispiel passt die Nase des anderen nicht oder die Hautfarbe oder sonst was. Also da ist, glaube ich, immer noch ein, ja, wo man sich dann fragen könnte, ob denn die Ressentiments so groß wären, wenn es nicht diesen abgrenzende der Religion gäbe, wo man sich ja von anderen, also nicht nur, dass man eine eigene Gruppe erschafft oder eine eigene Gemeinschaft erschafft, man grenzt sich ja gleichzeitig auch
von den Andersgläubigen oder Nichtgläubigen explizit ab. Aber andererseits funktionieren alle Gruppen in irgendeiner Form so. Also die sich eine Gruppe definiert sich immer auch über die über das Nichtsein einer anderen Gruppe. Also ja, interessanter Punkt. Deswegen, ich glaube eher, they would have rebelled sooner or later, auch wenn es keine Götter gegeben hätte. I could see the rebellion still happening, but I don't know that they would have invaded. He looks down at the ground, drumming his fingers against his side restlessly. When he speaks again, it seems half to himself. I don't know. When Woden left for war, we had a fight, as brothers will. What about? About him going off to war. He was set on it. But my parents warned him. They said you get a new country with every trip across the border, but your God, you only get the one. Me? I didn't know who was right. All I knew was I didn't want him to go. It's the same for families as it is for gods. You only get the one. Ja, nur die Families sind real, im Gegensatz. I said every vicious thing I could think of, trying to change his mind. He brushed it off. Just got me madder, of course, him being so calm. He said I should come with him, but he'd understand if I didn't want to. I told him he'd better be able to face his God one day and answer for what he'd done. He said he'd keep that in mind. And then he was gone. By the time I had cooled off, months had passed. One morning it dawns on me that my brother always knew better than me. If he was so sure of what he was doing, then I should be there with him. I packed my things and was on the road that same morning. Of course, what I didn't know then was he'd already changed his mind. By that time, he was dead on that field. Do you think you went to Redwin because of what you'd said to him? So if you'd left with him, you'd have known why he changed his mind. If I'd have left with him, we'd both be dead, so I don't know why I bother thinking about it. I found my own way in the end, and it wasn't my brothers and it wasn't my gods. I don't know if it was right. But I couldn't abide what Widwin was doing to his own, god or not. I don't regret it. Whether Widwin was Aothis, well, it hardly seems to matter after what we just heard. All these questions I've been trying to figure out. I think I just missed my brother. Ja, aber ich meine, also jetzt mal abgesehen davon, das ist schon eine relativ wichtige Erkenntnis, ist, dass die Götter nicht real sind. Sie sind ja, also ihr Götterstatus nicht real ist, sie sind ja offensichtlich existent. Also ich meine, irgendwas muss uns ja unsere Special Ability da gegeben haben und wir haben uns da ja mit irgendjemandem unterhalten und irgendjemand hat ja diese, und sein ist Halluzinationen bei uns induziert. Also irgendwas muss da sein, also irgendwie müssen diese, müssen das ja Entitäten sein, die existieren. Das sind keine Götter, okay, aber es ist ja irgendwas und offensichtlich ja was relativ Mächtiges. Weil selbst wenn sie sich nicht in die Belange der in Anführungsstrichen Sterblichen einmischen, vielleicht einfach damit die nicht rauskriegen, dass sie gar nicht echt sind, aber egal, sie haben ja doch ein erhebliches Machtpotenzial. Also sie sind ja irgendwas. Also das ist ja nicht so, das haben wir uns ja nicht alles eingebildet. Also ich meine, also das ist vielleicht, das könnte, ich meine, ob das noch geklärt wird, was das denn für Entitäten sind, wenn es denn keine Götter sind. Ich habe fast ein bisschen Sorge, dass es alles Aliens sind, aber ich habe einfach zu viel Wizardry und Might Magic gespielt. Kann sowas ja immer mal passieren. Do you think he went to Whitewind because of what you said to him? Cross my mind. You live in a place like Gilded Vale. You don't have a whole lot else to do other than think about things you don't want to think about.
I hope that wasn't it. I hope he went there because it's what he thought was right. But it seems I'm not meant to know. Ja, das ist manchmal so. One more mess we gotta straighten out. Yep. Come on then. I still owe you one. Ach ja, eigentlich, also genau genommen, schon lange nicht mehr. Aber sonst noch irgendwer was zu sagen? Was ist eigentlich mit Jones hier? Doubts and curiosity plague you. You're skinning your knuckles on the wrong door. Ich habe immer das Gefühl, dass deine komische Quest ist noch nicht abgeschlossen. Also, das hier für die Allies, who are her enemies. Right. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na gut, schauen wir einfach mal weiter. So, it's true. The gods are a sham that people have followed for thousands of years. Oh Gott, da bricht deine Stimme. Das ist ja. Hast du jetzt auch, oder du hast jetzt auch was zu sagen. We've been lied to. Our whole lives and many lives before that. And it's led us to put our faith in a pantheon of gods that never deserved it in the first place. Ja. So, dann mal schauen. People need something to believe in. Nope. The gods, however they came to be, have served that purpose. Ja. Aber, also das ist, was ist daran irrational? Das ist eine Annahme. Ich meine, wenn wir die Prämisse als gegeben nehmen, dann ist das hier völlig rational, der zweite Teil, das stimmt. Aber ansonsten, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Theos is wrong, most people are fundamentally decent. Knowing the truth can only make them better. Also knowing the truth ist grundsätzlich schon mal gut. Also dem würde ich zustimmen, aber people are fundamentally decent, sie sind weder decent noch indecent, die sind einfach so, wie sie sind. Und ob man das dann als decent bezeichnet, das ist Frage der Interpretation. Und ich würde deswegen auch definitiv nicht sagen, dass sie fundamentally decent sind. Also das, nee. What difference does it make? People will be what they are, whether or not there are gods to believe in. Das halte ich für Unsinn, weil ich würde schon sagen, dass Götterglaube einen Einfluss darauf hat, wie Menschen sind und wie sie sich verhalten. Also, wenn ich mir mal kurz so die Menschheitsgeschichte vor Augen führe, würde ich schon sagen. Also, das also völlig, ich meine, klar, wenn es keine Götter gibt oder keine Religionskriege gibt, dann wird es Kriege aus anderen Gründen geben. Aber ich denke schon, dass Religion einen relevanten Einfluss auf das Verhalten von Menschen haben. Ja, das, nee. It's an outrage. There's no excuse for misleading people like this. Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Outrage ist, aber es ist vom Prinzip stimmt das. Weil man könnte darüber diskutieren, ob es nicht für das Wohl der Menschen besser wäre. Nee, das kommt der Sache schon am nächsten. The equivalents were right, people are fools and can't be trusted without some kind of authority looming over them. Ja, wieder Henne und Ei. Was war zuerst da? Sind die Religionen daran schuld, dass die Menschen sich nach Autoritäten sehnen, denen sie folgen können? Oder ist das schon vorher da gewesen und die Religionen haben einfach nur dieses Bedürfnis befriedigt? Hätte ich Schwierigkeiten, ist in die eine oder andere Richtung zu benennen. Aber das hier kommt der Sache, was ich denke, am nächsten. You're right. People will be better off finding direction on their own than following this farce. Besides, the gods haven't exactly done much to prevent us from slaughtering each other. Nee. If anything, they've only given us more pretenses for doing so.
Wieso redest du denn immer noch von den Gods? Sie sind doch keine, haben wir doch geklärt. Aber ja, gut, wir haben offensichtlich keinen besseren Begriff. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne, naive Hoffnung, dass die Menschheit besser dran wäre und sich besser verhalten würde, wenn sie ihre eigene Lebensweise finden und sie nicht von irgendwelchen religiösen Texten vorschreiben lassen. Ja, man kann ja hoffen. Seems like that's all they've been doing of late. I've also been thinking. Aha. There won't be much left of Theos by the time you're done with him, Hoffe ich if mal. I know how you operate. Ja. That will leave the Leaden Key headless. Perhaps it's best it stays that way. Willst du dich um den Job bewerben oder wie darf ich das verstehen? Someone should fill that role? Warum? Ich meine, der Leaden Key hat doch. Also haben die irgendwas. Also. So, jetzt müsste ich mal kurz auf das Journal zugreifen können. Also der Leaden Key, ich meine, das ist die Organisation von Theos. Die haben doch irgendwie nix. Haben die irgendwas im Sinne. Gut, also irgendwas Gutes gemacht? Oder ist, ich meine, die sind doch jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Hollowborn-Ding, die sind doch nicht unbedingt daran interessiert. Also wenn ich jetzt das, was wir beim letzten Mal erfahren haben, dass diese Inquisitoren, das ist doch der Leaden Key, ne? Das ist doch eine Suppe, glaube ich. Die sind ja offensichtlich nicht daran interessiert, dass die Aufklärung weiter voranschreitet oder überhaupt beginnt. Also deswegen würde ich eher sagen, müssen wir. Also du willst quasi den Ratzinger machen und Chef der Glaubenskongregation werden, ja? Glaube ich besser nicht. Headless, ja. Ne, ich meine, Headless werden die doch nicht bleiben. Die werden doch früher oder später dann einen Nachfolger wählen oder bestimmen oder sonst was. Der geht mal. Aber also, wenn sie Headless bleiben, das kann, glaube ich, nicht schaden. I agree. Then let's face Theos. When this is all over, I'll make sure that no one is able to commit his abuses again. Okay. Wie auch immer du das zu tun gedenkst. Hat noch jemand was zu sagen? Sieht nicht so aus. Okay. Hier haben wir ein bisschen Geld. Geht's hier zum Endkampf? Schauen wir mal. Okay. Ominöse Tür. Komm mal ins Spiel. Okay, hier ist dunkel. Party gained 11.000 Experience. Wow. Also das ist echt nicht gut ausbalanciert, Freunde. Was brauchen das alles nicht mehr? Schon lange nicht mehr. So, was ist denn hier? Search for Theos. The souls given to me have illuminated the path through the darkness of this place. Ach, wirklich? Ich finde das hier ziemlich dunkel. Okay, so, jetzt gucken wir mal kurz ins Journal. Nee, Encyclopedia. Ist das Deities? Nee. Law? Lenki haben wir auch nicht. Combat Mechanics? Bestiary? Nee, ne? So, another time and place. Oh, das sollte ich mir vielleicht nochmal durchlesen hier. German Machines, if you wanted to ask him something. Vision again, projecting for past life.
That vision of the man you've been searching for seemed to come at some time after the last one. So you were attempting to leave the missionary order. Explain to him that you had seen heathens to do unspeakable things and that you no longer wish to be confronted with such horrors. Aftermath of the assassination of the Duke, Terrors had said something to you that triggered a memory. Ah, nee, die haben wir doch schon. Ah, aber da hatten wir ihren Namen noch nicht. Okay, okay. Also, die haben. Das ist ja am Ende, was war das? Akt 2? Am Ende von Akt 2 war das Attentat. Also, mit anderen Worten, die ist doch schon eine Weile bei uns. Das ist ja komplett vergessen. Wahrscheinlich, weil wir den Namen nicht hatten. Theos was there asking if she desired mercy, but she'd fight him. In the wilderness, encountered a vision of theirs. No, a new heretic woman who, like you, was from Kratum. You admitted knowing the heretic, but explained that you hadn't been close. You were at the Twin Elms. You had another vision of theirs. He referred to you as Inquisitor, and he referred to a growing movement of people gathering around a heretic woman named Iovara. Ja, genau, da haben wir erst ihren Namen erfahren. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sie so spät erst aufgetaucht ist. He sought her apprehension, giving your connection with the Vara. He asked you to aid him, blah, blah, blah. You spoke for the first time with the Vara to Evron. She welcomed you into her camp, appreciating the chance to reminisce. Another vision of her came to you at the docks of burial. She was concerned for her home city and she was contemplating building an army to counter her Inquisition. In the court of the penitents, you witnessed a moment from Eva's trial. Theos pressed her on charges of heresy, ordered her torture, but she did not confess, at least not in the way it has attended. Okay. Wow. Das sollte ich mir auch nochmal durchlesen. Okay, wir werden also noch ein bisschen lesen, diesem Video. Bla bla. You come from Old Villia, Gilded Vale is my first stop. Caravan Master sent you off at one of the guises. Dead was already nearly killed by wind. You emerged from the ruin, the machine began to spin, generating some kind of energy, the blast, blah, 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 blah. Gilded Vale helped out a wizard named Elloth, the scrubber locals. Setzing, da haben wir rausgekriegt, dass wir Watcher sind. Adair, local farmer, fellow of Earthers, Megan's Frog. Cameron War. Slow the Lord. Hostile Spirits, Merold. Awaken to his past lives. We came across the Huntress Sargani, all in Imperavius, defined by Vertica, supported patron goddess of the Leaden Key, but it had burnt down long ago. Spirit here suggested that there was also a section of the temple below ground. You found your way into the temple of Vertica from the catacombs, but I can't even überhaupt nicht mehr dran erinnern. Beneath the Fiend's Bay, there you infiltrated the Leaden Key and found several promising leads regarding the operations that you hoped might lead you to the man you saw to ruins. Alof revealed that his soul is awakened and that he shares his consciousness with a crude yet spirited woman named Iselmir. Palagina is nicht so wichtig. You found the disreherential abandoned. So you searched from one place to the next. You destroyed the machine. You were summoned to Lady Web. Blah, blah, blah. Wagenburg Sanitarium. She had a strange connection with a woman from instinctively think of her as the grieving mother. She joined you in Dilford, but you haven't seen anyone else take notice of her since. Echt? Na gut, wir hat ja auch nie mitgespielt. Also, whatever. Edith Brother Woden fought for service at the Saints War. Okay, Eisenbrothers of the Leaden Key, apparently dead after an act of self-sacrifice that had somewhat catalyzed the Gridden machine there. As a watcher, you were able to relive one of the agent's last moments, and from that it became clear that these machines play a role in Redwin's legacy. Okay, Also diese Maschinen, ja, die. Oh, ne, stimmt, die haben wir auch schon lange nicht mehr. Ich vermute, muss es. Ob wir nochmal so eine Maschine treffen?
Meine eine haben wir kaputt. Na, schauen wir mal. With everything you've seen, you were able to convince the Leaden Key was behind Burton's legacy and the plot involved elements as taking the blame. Bla bla bla. Volatiles tried to done with Roe. Surfers murdered. Loth confessed being a member of the Leaden Key, but claimed that after learning of the crimes the organization had perpetrated, what to do, but he wanted to help you stop them. Aha, okay. Schon wieder ja, ich erinnere mich wieder. Keine Ancient Warfall Dragon. Agreed to aid it. Twin Elms. Then at the base of the two giants, they explained to you that the cause was misguided, for no awakening can be undone. But they did still see value in your quest, explaining that if you could find the root of what troubled your soul, you might be able to resolve it. In other case, only Theos would have the knowledge. Javas, Metzgeta, another druid, blah, hier in Persok, auch egal. Hilea gave you vision. Mm-hmm. You communed with the gods in Tehevron and learned that Theos' plot does not end with the destruction of animals. He intends to give the souls he displaced to Wurdica. Weapon souls bequeathed together, blah, 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 blah. At the find of you met Eovara, who remembered you from your lifelong... From your life long ago, she said you had come to visit her once after she had been sentenced, and that it was to ask her if her teachings were true, that the gods weren't real. She had given you an answer, but no proof, and still unsatisfied, you had gone to confront Theos about it in Sun and Shadows. You had gone. Ach, wir waren hier schon mal. She suggested that perhaps your soul still sought resolution in this matter. Das muss ich überlesen haben. Though Theos would not be likely to provide it. You convinced her that her long imprisonment was no longer in her interest. You disintegrated her soul, she will never endure another turn of Barrett's wheel. Okay, she had given you an answer but no proof and still unsatisfied. Also, Theos had gone to confront Theos about it in Sun and Shadow. You had gone. Also, wir waren hier schon mal? Ist Sun and Shadow das Hauptquartier des Leaden Key? Nee, kann ja nicht sein, weil ich meine... Deswegen, ich meine, Theos ist ja doch erst vor kurzem hergekommen. Oder war das früher mal das Hauptquartier? Oder ist das irgendwas mit Wurdica? Okay, dann nochmal kurz Wurdica. Das beginnt nur. Okay, Locations. Sun and Shadow haben wir leider nicht. Ja, gut. Okay. Wir haben jetzt eine Menge gelernt und irgendwie ist alles dunkel hier. Das ist unbefriedigend. Even my Stelgar eyes can't see in this darkness. Ja, ja. Was haben wir hier? Potion of Glue, Electricity of Motion. Na, stecken wir mal ein. Was ist das hier? What? Okay, da war jemand, da haben wir jetzt irgendwas... nee. Combusting Wounds. Whatever das, was auch immer das ist. Gauntlets of Swift Action, plus 1 Move Speed. Hatten wir nicht auch noch plus 3 Move Speed, okay. Mhm. Mhm. Gut, dann wollen wir... Was? Irgendwas leuchtet... Achso, das ist dein... das ist der Party-Effekt von deinem Schwert. Oder was auch immer das ist. Okay. Ich sehe nix. Was sind wir überhaupt? Sun and Shadow, ja, das ist... Oh, da ist was. Okay, das sieht nicht gut aus. Ach, das sind wieder diese Aschefiguren, die durch die Maschine entstehen, ne? Also wahrscheinlich wird hier irgendwo eine Maschine sein. Was ist das hier? Hallo. Guten Tag. What? Okay, Feuerwerk.
Oh! What? Ja, klar. Ja, mach Licht, Grace. Was ist das denn? Okay. Boah. Grace, passiert dir das häufiger? Okay. Full of surprises, aren't you? Das war ja... A city to put all others to shame. And long lost. Incredible. I knew the builders could work wonders, but this is amazing. Can you do that again? I had something. I missed most of it. Danke, Idea. Und alle anderen, Freunde, also es mag ja hier alles sehr imposant aussehen, aber habt ihr gesehen, was ich ja gerade gemacht habe? Ich habe irgendwelche... was habe ich hier gemacht? Walk of Souls. Habe ich... Ach, waren das vielleicht die Lost Souls, die wir eingesammelt haben, die wir jetzt hier durch die Gegend geschossen haben, weil sie Lampen einschalten... Mensch, Seelen haben echte multiple Nutzungen. Also, ja, kann man. Okay, dann schauen wir mal. Okay. Hier ist weiter wieder so eine Figur. Guten Tag. Diamond, nett, das ist ja. Obwohl, damit kann man irgendwas enchanten. Das sollten wir vielleicht auch noch machen, weil ich glaube, wir aufheben müssen wir uns nichts mehr. Vielleicht sollte ich mich damit nochmal ein bisschen beschäftigen. Weil wir sind jetzt definitiv nicht mehr überlevelig. Also wenn es, wenn wir zum Endkampf kommen, da wird, denke ich, das Uppala, das Spiel davon ausgehen, dass wir maximale Stufe haben. Okay, hab keine Ahnung, wer du bist. Gehen wir mal drauf. Okay. Sieht soweit okay aus. Schnuffel, kommst du da wieder nicht durch, weil einer im Weg steht? Das ist ja mal das Gleiche. Nee. Halte erstmal fest. So, das ist doch gleich viel besser. Mach mal das. Du schießt weiter drauf. Okay, die haben ein bisschen mehr Power. What the fuck war das? Ah, wie hast nett. Vor allem, weil Duins da so gelacht hat. Oh, Jolting Touch. Was? Activate Jolting Touch? Moment mal. Aktiviert das sich nur, wenn du kritisch getroffen wirst? Dachte ich. Moment, da müssen wir nochmal kurz nachgucken. Was macht denn Jolting Touch? Spell Striking. Weapons with Spell Strike will trigger the listed ability spell when the weapons wielders. Ah, wenn du kritisch. Ah, verstehe. Sehr gut. Und daher auch dein doofes Lachen. So, ne, der fällt. Ja, ist auch tot, okay. Leichen und. Noch mehr Leichen. Eine ganze Menge Leichen. Okay. Hier liegt ein... Ist das ein Drache? Können wir hier wieder irgendwie so Lightshow machen? Yep. What the fuck? Das war keine gute Idee. Fuck. So, du machst schon mal
Genau, du machst schon mal das. Du machst das. Holy Radiance. So, da müssen wir uns mal irgendwie so hinstellen. Kana, wo ist Eder? Grace, du stehst da echt blöd. Eder steht noch viel blöder. Aber gut, dann geh auf den und irgendwie dieser hey, Shadow Drake. Ja, es ist. Das heißt, Confusing Days Name for Rapid Jumping to five other targets. Disintegration. Naja, müssen wir hinlaufen, nicht gut. Dann halt die erstmal hier in deiner Umgebung fest. So, du kannst noch was machen. Was? Du musst mal irgendwas machen. Wo bist du denn? Okay, du bist im Moment noch halbwegs sicher. Chain Lightning. Petrified, das hebt dir mal noch auf. Erstmal. Was ist das hier? Confusion. Confusion ist ganz gut. Mach mal Confusion. Zwar auf die um dich rum am besten. Okay. Brauchen wir mal definitiv, was haben wir hier denn Schönes? Currents for the Fenster und Being Owners Area Effect Bonus Perception Resolve, Cleansing Flame. Erstmal das hier, Circle of Protection. Okay, gut. Wo sind die schon alle weg? Ach nee, die sind confused. Ah ja, okay. Dann können wir jetzt mal. Dann mach jetzt mal das hier hin. Okay. So, der Drache ist jetzt erstmal raus. Können wir die steuern? Nee, ne? Dann. Wo war das hier, ne? Auf den Kollegen. Du schießt auf den. Du schießt auch auf den. Obvious. Duens schießt auch auf den. Dieser blöde Drachen ist weg. Komm mal. Kill him. Okay, das funktioniert ganz gut. Okay, Drache ist tot. Oder Drake war ja kein Drache. Die sind hier aber irgendwie noch alle am Leben. Aber zum Glück stehen sie alle in unserem Lightning Storm. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt noch ein bisschen mit Mind Blades arbeiten. Und Schildfrau. Okay. Ja, wir müssen die immer wieder festhalten. Das wird sonst. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Mind Blades. Ja. Okay.
Okay. Wow. Jo, das war mal eine nette Überraschung. Spiel. Sammeln wir noch kurz den Kram ein. Keeping an eye out. Das hat man nur davon, wenn man Licht macht. Oh, und hier. Chalky bits of bone break away between your fingers. Okay. Ist hier nix? Meine... Es hat auch einen Grund, dass wir hier in den Hinterhalt gelaufen sind. Wir sind... Da konnten wir nicht weiter, ne? Nee. Moment, wir sind in Sun in Shadow. Das müssen wir jetzt mal machen. Wir speichern und ich will jetzt mal was ausprobieren, weil ich der Sache... Das sieht... Hier muss doch... Das muss doch einen Grund haben, warum hier was ist. Ich will... was will ich machen? Unsere... Das Finden von versteckten Sachen verbessern. Das ging hier mit, ne? Ja. So, erst nochmal gucken, ob hier, ob wir vielleicht doch sowas finden. Weil uns fehlt halt dieser eine verdammte Punkt Mechanics. Und das schreit doch hier nach. Obwohl, naja, probieren wir es aus. Wir haben, wie viel haben wir? 3 haben wir noch. Gespeichert habe ich. Benutzen wir es einfach. Was? Ja, auf dich. So. Hey. Mal hier oben. Hier? Das war einfach nur ein Hinterhalt, ohne... Nein, da ist was. Moment, das hat Eder gefunden? Wie kann das denn sein? Okay. Now this I haven't seen before. Toll, danke, haben wir schon. Das hat sich ja gelohnt. Können wir Sammlung aufmachen? Hey. Okay. Da muss ich einfach vorbeigelaufen sein, weil der hat das gefunden und der hat einen Mechanics-Wert von 3. Also das kann nicht allzu schwer gewesen sein. Hey. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Das war echt, dafür war dieser Kampf. Gut, bitte, bitte. Na gut, ich nehme mal Minus Process of Defection. Ich nehme mal an, das sollte einfach nur unser Fortkommen hindern. Also, naja, immerhin haben wir was gefunden. Ja, da würde ich sagen, besser als nix. Jetzt sollte ich mir langsam mal Gedanken über unsere Ausrüstung machen, obwohl wir diesen Kampf ja relativ gut bestanden haben. Wir könnten uns als Bodica-Agent verkleiden. ja, also ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Sun in Shadow. Gucken, was hier noch kommt. Also offensichtlich sind diese... Ach, die haben Namen. Walk of Souls, Guardian's Dome. Ah, okay, gut. Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich mir diese ganze, diese ganze Rätselraterei, was soll da sein, mal lesen... wahrscheinlich sparen könnte. Das war einfach der Guardian, gegen den wir gekämpft haben. Okay. Aber wir haben doch hier auch so... Ach, egal. Also wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter und erkunden mehr Sun in Shadow. Also bis dahin. Tschüss.